Okay, letztes Mal haben wir die Eröffnung der Saison 2019 des Europaparks gesehen. Jetzt wollen wir mal sehen, was dieses Jahr so geplant ist. Ja, letztes Jahr wurde dieses Interview hier leider aus verschiedenen Gründen nicht fertiggestellt. Deswegen, so wie letztes Jahr, auch dieses Jahr die Frage an Roland Mack, den Seniorchef des Europapark. Die Saison 2019, auf was dürfen sich die Parkbesucher denn da freuen? Ja, wir gehen mit einer Mission Astronaut an den Start. Tolle Einblicke in das Weltall mit Alexander Gerst. Die Schatzkammer in der Deutschen Allee bringt die ersten Einblicke für unsere neu zu schaffende Piratenfahrt Batavia. Und ein ganz großes Highlight ist natürlich der Start von Kronasa, der erste Teil gegenüber von Rolandica. Das Museumshotel geht Ende Mai an den Start. Ja, bleibt mir doch gerade mal bei dem neuen Traumzeit-Dome-Film. Was hat's denn damit auf sich? Es ist einmal eine Hommage an Alexander Gerst, der ja jetzt sehr lange im All war. Es ist ein wundervoller Film entstanden, der über diese 360-Grad-Projektion mit High-End-Auflösung, tollem Soundsystem letztlich diesen Traumzeitdom bespielt. Und insofern ist es dieses beeindruckende Fliegen im Weltall. Kommen wir zu den einschneidenden Ereignissen des letzten Jahres. Als Skandinavien und die Piraten in Batavia abgebrannt sind. Und Skandinavien soll ja nach dem Brand noch dieses Jahr wieder eröffnet werden. Und was haben sie geplant? Was können die Besucher dort künftig erleben? Es ist zum einen ein farbenfrohes Ensemble skandinavischer Architektur, ein Themenbereich, der mir persönlich mit am besten gefällt im Europapark, und mit dem neuen Fjordrestaurant, einem tollen neuen Gastroangebot, einem komplett neuen Zuschnitt im Restaurant werden wir dort ein gastronomisches Highlight erleben. Nicht zuletzt auch mit dem Eisangebot in einem neuen Eiscafé, dem Snorri Shop. Und das Fjordrafting wird einen neuen Tunnel bekommen mit einer Überraschung, die wir da bereithalten. Spiele werden angeboten, also skandinavische Atmosphäre pur. Freue mich schon jetzt auf diese Eröffnung. Ja, und wir sehen hier auch gerade die Bilder vom Stand der Baustelle. Wir sehen die farbenfrohen Häuser. Also das, was vorher auch schon da stand. Der Stil ist ein bisschen anders, also gut, es ist etwas schwierig, sowas 1:1 genau nachzubauen. Und soweit ich das sehe, haben auch ein paar Änderungen vorgenommen, gerade was die Baustruktur selber betrifft. Dass man nicht mehr reine Holzhäuser hat, sondern Betonbauten, aus verständlichen Gründen. Ja, hier die bedruckten Planen, die einen einen Eindruck geben. Jetzt das Ganze aus der Perspektive desjenigen, der direkt davor steht. Also man kann es schon ahnen. Sieht sehr schön aus. Hier ist Fjordrafting natürlich bereits in Betrieb. Denn hier sieht man auch, der Sockel ist neu gestaltet worden oder beziehungsweise anders gestaltet worden, als es vorher war, dass er sich ein bisschen mehr an das Dorf anpasst. Hier die große Kurve, geht es ums Eck, werden wir uns auch gleich noch umgucken. Ja, hier der Hans-Christian Andersen-Turm. Hier die Brücke. Auch neu konstruiert. Und im Hintergrund über der Wellenanlage
das neue Restaurant, das neue Fjord-Restaurant. Daneben der große Turm, der etwas anders gestaltet ist als der Turm, der ursprünglich da stand. Hier der Hans-Christian Andersen-Turm und der Durchgang ins skandinavische Dorf. Entschuldigung. Ja, natürlich noch alles abgesperrt, damit keiner auf die Idee kommt, darüber zu balancieren. Ja, und da ist der Tunnel, der ist schon fertiggestellt soweit. Passend zu Saisonbeginn. Und hier das Dorf, unmittelbar vor dem Tunnel. Ja, auf die Eröffnung bin ich auch schon gespannt. Ganz kurz weg von Skandinavien und hin zu dem, was dieses Jahr so stattfinden wird noch. Was für Events und Shows stehen denn auf dem Plan? Wir starten zum wiederholten Mal in der Beauty-Hauptstadt Deutschlands im Europapark mit der Miss Germany-Wahl in der EP-Arena. Wir haben das Eurodance-Festival, eines der größten Tanzfestivals der ganzen Welt. Zum ersten Mal Picnic Open Air Cinema im Juni im Garten von Schloss Balthasar und die spektakuläre Sommernachtsparty bis 24 Uhr der Europapark geöffnet. Rolling Stone Park, Traumatica in der Halloween-Zeit und dann ist ja schon wieder Winter. Dann kommt Schneckelchen und der Nikolaus. Oh ja. Wie steht es auf der Front von Schloss Balthasar so richtig? Tempus fugit, die Zeit eilt. Bevor wir aber den Besuch des Nikolaus erwarten dürfen, da ist erstmal Mai und Ende Mai, da wird das neue Hotel Kronasar eröffnet. Es ist das sechste Hotel innerhalb des Europapark Hotel Resorts. Was bietet das denn Besonderes? Urlaubsstimmung pur, Skandinavien pur. Man fühlt sich wirklich in einer anderen Welt eingebettet in diese wunderschöne Landschaft hier am Oberrheingraben, aber natürlich auch in der Nähe von Rolandica mit 1300 Betten. Ein sehr großes Hotel mit einer tollen Küche, mit nordischen Speisen. Wir waren die ganze Zeit unterwegs mit Breinbeusen und haben dort in den Ländern typische Gerichte gefunden und sie auch umgesetzt. Es werden sehr viele neue Arbeitsplätze entstehen und wir hoffen, dass auch die Aufenthaltsdauer sich verlängert. Die Buchung ist hervorragend bis jetzt und wir alle sind richtig gespannt auf dieses erste skandinavische Hotel hier im Oberrheingraben. Ja, Sie haben es gerade erwähnt, neben Kronasar, da entsteht Rolandica, der Wasserpark. Das war ja ein ganz schönes Projekt, auch für so eine große Firma, wie es der Europapark und Mack Rides ist, oder? Der Europapark, der Familienunternehmen, ist 238 Jahre alt. Es ist die größte Investition in der Firmengeschichte. Mit sehr viel Emotion, mit sehr viel Leidenschaft gebaut. Es ist eine Entscheidung, um den Standort zu sichern, um die Destination weiter auszubauen. Und das ganze Thema rund ums Wasser wird so umgesetzt, wie man es bisher noch nirgendwo in einem anderen Wasserpark weltweit gefunden hat. Es entstehen sehr viele neue Arbeitsplätze. Auch das ist ein Sozialfaktor mit über 500 Arbeitsplätzen im Hotel und im Wasserpark. Und die Geschichte um Snorri und letztlich die Buchreihe im Koppenrad Verlag macht das Ganze zu dem, was es ist, nämlich eine thematisierte Wasserwelt eingebunden in eine tolle Geschichte. Okay, Sie sprechen davon, dass es diese Umsetzung in noch keinem Wasserpark vorher gegeben hat. Was genau macht Rolandica da so einzigartig? Es ist zum einen die Thematisierung, die nordische Thematisierung, die eigene Geschichte, die um diesen Wasserpark, um diese Wasserwelt entstanden ist, bekommt damit ein Alleinstellungsmerkmal, mal ohne Palmen, sondern in nordischer Atmosphäre. Es ist eine großartige Ressorterweiterung, nämlich ein Angebot fürs ganze Jahr. Und in der Verbindung mit dem Europapark entsteht hier eine Destination, wie ich sie persönlich eigentlich weltweit kein zweites Mal kennengelernt habe. Was genau dürfen die Badegäste denn bei ihrem Besuch auf Rolandica erwarten? Die Thematisierung ist ein ganz starkes Argument. Ich glaube, es gibt keinen Wasserpark, der so intensiv thematisiert sein wird. Unter dieser gewaltigen Dachfläche von rund 1,2 Hektar kann man Rolandica entdecken. Es ist eine tolle Arbeit unserer Designer, aber auch Designer aus der ganzen Welt entstanden. Mit 17 Wasserrutschen, 9 thematisierten Bereichen, 25 Wasserattraktionen insgesamt und einem wunderschönen Außenbereich, der auch noch erweiterbar sein wird. Auch da laufen schon die Planungen. Ist es etwas, was einfach jeder einmal erleben sollte. Gut, Rolandica eröffnet voraussichtlich an dem Wochenende, an dem auch die Wintersaison des Europaparks beginnt, die ja mittlerweile eine feste Größe im Kalender, wenn man so will, ist. Und was
haben Sie denn dort Neues geplant? Für mich ist es die emotionalste Zeit im Jahr und jetzt in Verbindung mit dem Wasserpark in diesem Jahr natürlich nochmal eins obendrauf. Magic Ice, ein tolles Erlebnis mit neuem Thema, wird entstehen. Christkindlmarkt, Standard mittlerweile im Winterangebot. Die Eislaufbahn im See hat sich bewährt. Viele Angebote haben sich bewährt und wer uns kennt, weiß, dass nochmal was draufkommt, dass wir weiter Gas geben und dass wir das, was gut gelaufen ist, auch noch verbessern. Die Qualität steht bei uns ganz oben und die Verbesserung ohnehin. Ja, also auch wenn es kein Jubiläumsjahr dieses Jahr ist, die Saison 2019, die scheint ja ziemlich spannend zu werden. Wie hat einmal der Innensenator von Berlin gesagt, was haben Berlin und der Europapark gemeinsam? Die Antwort war, beide sind eine Reise wert. Ja, und das ist das passende Schlusswort für unsere kleine Plauderei. Vielen Dank, Roland Mack, für diesen Einblick in die Saison 2019. Schauen wir uns den Park gerade nochmal weiter an und gehen zur Baustelle der Piraten in Batavia. Hier, da haben wir gerade einen kleinen Überblick über den niederländischen Themenbereich, wo auch fleißig gearbeitet wird. Und wie jedes Jahr, da gibt es im Europapark nicht nur große, sondern auch kleine Änderungen und Neuheiten. Hier zum Beispiel bei Jim Knopf. Diese alte Dame hier ist neu nach Lummerland gekommen, aber man kennt sie natürlich. Wie heißt sie noch gleich? Und jetzt alle zusammen. Frau Malzahn! Ja, genau. Natürlich gibt es wieder viele neue Shows, zum Beispiel im Globe Theater Times 2. Und in Griechenland wieder Paddington on Ice, eine Show, die quasi ein Prequel zur letzten Paddington Ice Show ist. Ja, ist tatsächlich so, guckt's euch einfach an. Die spanischen Ritterspiele unternehmen mit El Barón einen Ausflug in die deutsche Historiengeschichte mit den Abenteuern des Baron Münchhausen. Und direkt neben der spanischen Arena, da gibt's natürlich wieder Flamenco zu sehen. Und auch dieses Jahr wird es wieder Rulantica, das Musical, geben. Was es leider nicht mehr gibt, ist das Kindermusical. In dessen Gebäude soll noch im Verlauf dieser Saison das Europapark Junior Club Studio eröffnen. Und apropos Junior für die Kleinsten, im Baby Service Shop, da gab es auch Neuerungen. Geändert hat sich auch die Beschriftung an der Unterseite der Kanzel des Eurotower. Sonst stand da immer so und so viele Jahre Europapark. Ab dieser Saison heißt es herzlich willkommen zur so und so vielten Saison. Dieses Jahr eben zur 45. Und noch eine Änderung. Das SWR3 Rockcafé heißt nun ganz offiziell Europapark Rockcafé. Vermutlich, weil es die Marke SWR3 Rockcafé nicht mehr gibt. Ja, es gab tatsächlich mal mehr als ein solches SWR3 Rockcafé. Aber von denen ist jetzt außer dem hier keine Spur mehr zu finden. Zumindest nicht im Internet. Ja, das ist es, was mir im Park so aufgefallen ist. Stellt sich bei all dem Blick in die Glaskugel nur eine Frage,
Wie wird es dieses Jahr mit der Expedition R aussehen? Ja, und die Antwort lautet, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin im Moment noch ziemlich eingespannt. Oh, die Glasscheibe da hat den Winter nicht überstanden. Wovon hatte ich es gerade? Ach so, ja, der Blick in die Glaskugel für die Expedition R. Ja, eben, keine Ahnung. Ich muss ein paar Dinge in meinem Leben neu strukturieren. Vielleicht wird es dann besser. Es wird auf jeden Fall neue Berichte von der Expedition R geben. Aber wann und wie oft, das weiß ich schlicht und ergreifend nicht. Ich hatte sehr viel mehr vor und wollte eigentlich sehr viel mehr machen. Besonders glaskugelig war das jetzt nicht, aber ich möchte halt ungern was versprechen, was ich dann unter Umständen nicht halten kann. Aber hey, jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um Trübsal zu blasen. Wir sind hier im Europapark. Also, noch ein paar schöne Impressionen aus dem Park, einschließlich der Parade, bevor sie für das nächste Jahr umgestaltet wird.
das war's endgültig mit dem Auftakt für die Saison. Nur mal sehen, wie es weitergeht. Da bin ich selber schon ganz gespannt. Und mit diesen wunderschönen, zu Musik ausklingenden Bildern oder Bilder, die mit Musik ausklingen oder irgendwie sowas in der Art. Jedenfalls mit diesen Bildern möchte ich sagen, bis zum nächsten Mal.